Die Überschrift dieses Kanals heißt ja, dieses Videos heißt ja, wird der Kanal bald gesperrt? Wegen der Meinungsfreiheit? Ich habe es getan. Ich sage auch gleich, was ich getan habe. Und warum. Wie in meinem Kanal zu sehen, werde ich ja schon seit Jahren vom Staat und von seinen Staatsdienern angefeindet. Guckt einfach ein bisschen nach, findet ihr genug Gründe. Die, die mich kennen, die wissen es auch. Tatsächlich vor einem Jahr wurde dieser YouTube-Kanal gesperrt, obwohl nur Mathe und Physik letztendlich behandelt wurden. Da hat mich irgend so eine linke Bazille angeschwärzt bei YouTube und ich weiß nicht, was er wirklich gesagt hat, aber das war wohl Grund für Sperrung genug. Normalerweise passiert ja sowas nur durch Hassrede und, ne? Also aufhetzen. Aber vielleicht hetze ich euch ja doch auf. Ich hetze euch auf. Doch dazu später. Ich habe es trotzdem getan. Ich sage auch gleich was. Leute, seit Jahren werden Lehrpläne ausgedünnt. Da heißt es, wenn ich in eine neue Klasse komme, oh, das hatten wir aber nicht, Herr Köhler. Oder, was? Das unterrichten Sie schon in der siebten Klasse, das hatten wir erst in der neunten. Das habe ich jetzt auch wieder gelesen als Kommentar. Das lese ich immer wieder, das höre ich immer wieder und so weiter. Wenn Lehrpläne ausgedünnt werden, heißt das, es wird weniger gelehrt. Die Folgen sind verheerend. An der Uni oder überhaupt beim Studium, an der Berufsschule, in der Lehre, überall. Sagen die, die letzten Endes darauf aufbauen, dass ihr was wisst, mit dem können wir nichts anfangen. Beziehungsweise, Leute brechen dann das Studium ab, weil sie wirklich keine Grundlagen mehr haben. Das ist ja das Schlimme. Dieser Wissensmangel, nicht Dummheit oder nicht Unbildung mit Dummheit verwechselt. Dummheit heißt, dass man gar nichts lernen kann. Aber Unbildung heißt, dass man einfach nicht gebildet ist. Dieser Wissensmangel, der hat gravierende Folgen, auch im täglichen Leben. Man hat Angst vor Unbekanntem, was man nicht kennt. Ja, das kann man nicht richtig einschätzen, man weiß nicht, was passiert. Man muss dann sogenannte Experten fragen und ja, dem Betrug, also ist dann Tür und Tor geöffnet. Denn diese Experten, die tun im Allgemeinen alles nur, um ihre eigene Tasche zu füllen. Ja. Man kauft also Dinge, die man gar nicht braucht. Man kauft die falschen Dinge, man kauft die zu teuer ein. Man wirft sein Geld praktisch aus dem Fenster raus. Naja, gut. Ich lehre ja nur Fakten. Und Fakten bedeuten, dass man Wissen ansammelt. Wenn man Fakten kennengelernt hat, dann hat man Wissen angesammelt. Wenn man Wissen hat, dann kann man dieses Wissen schön zusammenfügen. Und das nennt man dann Denken. Bloß das Denken, das scheint in der heutigen Zeit unerwünscht. Warum? Naja, nochmal zurück. Ich hatte ja gesagt, Wissensmangel heißt, dass man allen Leuten ausgeliefert ist und deren Ansichten und deren Handlungsanweisungen letzten Endes Glauben schenken muss. Wer nichts weiß, muss glauben. Wer was weiß, kann selber denken. Fridays for Future, tja, die haben eine ganz typische menschliche Schwäche ausgenutzt. Es heißt eigentlich letzten Endes nur, Leute, wollt ihr für eine gute Sache sein? Will jeder, natürlich. Dann müsst ihr auch am Freitag nicht in die Schule gehen, das ist erlaubt. Anfängliche Stimmen, dass das Schwänzen sei, die wurden ja erfolgreich niedergemacht. Und ja, wenn man dann für eine gute Sache am Freitag auf die Straße geht, ja, dann sollte man gehen, ne? Dass man in der Zeit aber nichts lernt. Das ist auch eine Ursache der Unbildung, letzten Endes. Dabei, wo führt das hin, könnte man jetzt fragen. Ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link angefügt zu einem 3-Minuten-Videospot. Das ist der Anfang eines Films, der nennt sich Idiocracy, also Idiokratie, Herrschaft der Idioten. Kratie, ne? Kratein, herrschen und die Idioten herrschen. Wohin das wirklich führt, guckt es euch an. Und naja, vielleicht werdet ihr lachen, vielleicht werdet ihr auch bestürzt sein. Der fasst das so super zusammen, ich muss nicht alles erzählen. Aber letzten Endes, wollt ihr das? Ungebildet sein? Wollt ihr das wirklich? Dabei kann ich eins versprechen und meine über 12.000 Schüler und Studenten wissen das. Wissen macht cool. Man hat keine Angst mehr vor Unbekanntem. Man ist jeder Situation im Leben nicht ausgeliefert, sondern steht ihr locker gegenüber. Man weiß hier einzuschätzen, man weiß entsprechend zu handeln. Man muss nicht erst jemanden fragen,
oder erst hingehen, um jemanden zu fragen und dann eine Chance verpassen oder was auch immer. Ich kann deswegen nur sagen, wenn Wissen cool macht, und das stimmt ja wirklich, lernt Leute, lernt, fragt den Lehrern Löcher in den Bauch. Ein vernünftiger Lehrer sagt, oh Mensch, prima, der fragt, also der möchte was mehr wissen, der hat mir zugehört. Ich habe ja nicht umsonst vorne gestanden. Und wer dann eklig reagiert auf Fragen, Fachfragen wohlgemerkt, naja, da müssen wir nichts drüber zu sagen. Ne? Lernt also. Und wie man leichter und schneller lernt, auch dafür werde ich noch unten links anfügen, habe ich etliche Tricks und Tipps mit hier schon behandelt, mit den Schülern, und das haben wir aufgezeichnet. Das geht also, das ist nicht so schwer. Ja, jetzt kommt's. Was habe ich also getan? Ich bin seit gestern, 19.02 Uhr, Mitglied des Bürgerforums. Was das ist letzten Endes, nö. Ich werde noch einen Link anfügen unten in der Videobeschreibung. Schaut euch den an. Es sind 39 Minuten, da erzählt der Initiator, Herr Peter Weber, in meinen Augen ein integrer Mann, erzählt ja ganz einfach, was wir mit dem Bürgerforum erreichen wollen. Dass es nicht nur in der Bildung vorwärts geht oder wieder aufwärts geht, dass es in allen Lebensbereichen wieder normal wird, dass man auch seine Meinung mal sagen darf, dass man auch wirklich das lehren darf, was ursprünglich mal im Lehrplan stand, um die Leute klug zu machen. Denn kluge Leute lassen sich nicht so einfach manipulieren. Jetzt könnte jemand sagen, ja, das ist ja der Sender Russia Today, wo dieser Peter Weber spricht. Herrgott nochmal, aber es geht doch um das, was er spricht und was er über das Bürgerforum aussagt. Und es geht nicht darum, wer das veröffentlicht. Wenn das die ARD oder ZDF gemacht hätte, dann hätte ich den Link dazu gegeben. Aber man kann sich gut vorstellen, warum diese Medien Herrn Peter Weber kaum ein Forum geben. Ne? Naja, gut. Leute, das Einzige, was ich will, es muss wieder aufwärts gehen, und lernt, sammelt Wissen an, und ihr könnt dann denken. Und ihr müsst euch dann nicht mehr vor jeden Karren spannen lassen, und ihr müsst euch dann nicht mehr veralbern lassen. Ihr lebt einfach besser. Und wenn es nur, so wie es mir geht, dafür da ist, um morgens wieder vernünftig in den Spiegel zu schauen. Vielleicht reicht das ja schon als Grund. Ich weiß nicht, welche Gründe ihr dafür habt zu lernen und klug zu werden. Ich habe einige dargelegt. Ich kann es nur vorschlagen. Ich wünsche euch alles Gute. Also, hoffen wir das Beste. Ich bin dabei.